Gott zum Gruße und hitzige Grüße aus dem Süden der Republik. Mein Name ist Christian Schlegel, wir haben den 10. August und in diesem Clip, den ich um 16 Uhr anfange, geht es um den Eurostoxx. Einer der eher, ich möchte nicht sagen unbeliebteren Indizes, aber einer, der am wenigsten gehandelt wird. Trotzdem mache ich diesen Film, denn auch das ist ein Index, auch dem unterliegt technische Analyse. Und ich bin der Meinung, Sie sollten sich da auf was vorbereiten. Und damit geht's mal los. Vor euch seht ihr den Index, eine Kerze, ein Tag. Das ist die Range, die wir mehr oder weniger haben seit dem 1.6. mit diesem zweifachen Ausbruch einmal nach unten. Aber letztendlich ist das nichts anderes als eine Seitwärtsbewegung. Wir haben insgesamt sehr enge Bänder. Die gleitenden Durchschnitte sind negativ. Wir verzweifeln an der 200-Tage-Linie. Die liegt bei der Schnapszahl 3333, heute, hier und jetzt. Da ist nicht so viel zu sagen. Wir sind einfach im unteren Bereich zwischen 20-Tage-Linie und unterem Band. Aber das ist hier schon recht interessant und es wird auch gleich noch interessanter. Da muss ich noch was hinzufügen. Das MACD ist ziemlich neutral, richtungslos. Woher soll es auch kommen? Seitwärtsphase, passiert nichts. Die Stochastik ist positiv. Das ist kein frisches Signal, was man also hier hätte aufnehmen können. Es ist schlicht und ergreifend positiv, ohne ein negatives Signal zu geben. So, und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich gehe von dem letzten, von der letzten Bewegung aus und ziehe sie mal hoch auf das High, was wir hatten am 23.07. So, und fällt Ihnen jetzt da was auf? Der Wert hat von dieser gesamten Bewegung von 2000 und rund 700, ich brauche die Brille, rund 2700 bis hoch bis zu 3452 hat er fast genau mit einem kleinen Dreifachboden auf dem 38er Retracement aufgesetzt. Das passt hier hinten zu, das passt auch hier zu. Und hier liegt halt auch diese Range. Damit will ich sagen, dass dieser ganze Bereich hier zwischen 3148 und 3165 eine sehr, sehr wichtige Unterstützung ist. Die darf er tunlichst nicht mit Schlusskurs unterbieten. Dann darf er mal raus während des Tages, aber dann muss er wieder rein. Das Unterbieten von diesem Niveau würde bei mir einläuten, dass wir wenigstens nochmal, ich zeige es Ihnen mal ein bisschen deutlicher hier, auf diese Kerze aufsetzen und dann sind wir bei rund 3000. Das ist die Geschichte und ich glaube, das kommt bald. Ähnlich wie im DAX, wo ich von ausgehe, dass wir möglichst schnell eine Bewegung bekommen, das ist bei anderen Indizes auch so, glaube ich, dass der Eurostoxx irgendetwas vorbereitet. Momentan müsste ich sagen, es sind 55% zu 45% Chance eher nach unten. Aber wenn der hier hält, nochmal hält, vielleicht im Idealfall sogar nochmal testet, den Bereich um die 3170 rum, dann hochzieht, dann hat er auch eine gute Chance, dieses High hier rauszunehmen. Wenn er das nicht schafft, rechne ich mit Kursen, die sind wenigstens runter bis zum 61er, also bei rund 3000. So, und jetzt habe ich Scheine mitgebracht. Der eine ist ein 3097er, da sind wir von der Basis her hier, also etwas in der Nähe von dieser Kerze hier. Der ist für den Fall gedacht, dass wir hier rausschießen. Momentan hat der Freund einen Hebel von 19, wird natürlich dann dementsprechend geringer sein. Ich muss nicht weiter hier runter gehen. Und den hole ich auch erst dann, wenn wir diesen Bereich nach oben gebrochen haben. Das ist ein 3097er mit der Kennnummer GC7HDE. Nochmal GC7HDE. Von der Short-Seite her muss ich einen Schein nehmen, der hier so ein bisschen dahinter liegt. Und da dieses Hoch ist ja bei 3452, dann nehme ich diesen Schein hier, 3461. Das ist die CH0AY5. CH0AY5. Der ist gedacht für den Fall, dass wir also hier drunter schließen, unter dieser 3147, weil dann ist für mich die Richtung deutlicher. Ich kann also relativ nah dran gehen. Dieser Schein hat jetzt hier einen Hebel von rund 17 momentan. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute, viel Spaß im Schwimmbad und auf demnächst. Bye, bye.